Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zur Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen den ersten FC Köln. Kleiner Hinweis vorneweg, wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert euren Kanal. Ich finde den Abonnieren-Button direkt unter dem Video, ist völlig kostenlos auf YouTube und unterstützt diesen Kanal. In diesem Sinne, rein in den Bums. Der FC Bayern bereitet sich auf sein Heimspiel gegen den ersten FC Köln. Morgen vor. Willkommen zur Medienrunde, euch allen und wer uns da verfolgt. Wer uns Thomas da verfolgt, bitte schön, fühle ich mich mal angesprochen, Dieter. Fangen danke, servus. Michael Schröer an für die Bild-Zeitung. Oh, okay, Vincent, genau. Oh, Michael ist da, ja. Nö, nee, dann. Dieter, leicht verwirrt heute, oder was? Fang du an, Vincent, ja. Okay. Wow, kann der Zwillingsbrüder sein, Werner. Ja, das hören wir öfter genau. Schon. Krass. Sind die keine Brüder? Nee, wir sind nicht verwandt. Krass. Nur gleichen Job. dann hallo Herr Tuchel. Hallo. Kurze Frage zum Personal. Wie steht's um Alex Pavlovic, Manuel Neuer, Leroy Sané vor dem Spiel morgen gegen Köln? Manu, wieso Manu? Ja, war ja, das war aber normal. Also ich habe jetzt Manu eigentlich komplett auf dem Schirm, dass er spielen kann. Alex war gestern im Training. Kriegt ein paar Minuten, wenn man noch. Leroy hat Reaktion, das war jetzt auch zu erwarten. Nee, das war jetzt zu erwarten. Wir haben ihn wochenlang mit Schmerzen spielen lassen, wow. Im Spiel, das wird sehr knapp für morgen wahrscheinlich, reicht das nicht. Naja, sag doch einfach, dass man ihn schont, Alter. Habt doch mal die Eier dazu, ist doch auch völlig fein, ist doch alles gut. Dann jetzt aber Michael Schröer für die Bild-Zeitung. Hallo Tuchel, Sie werden nicht auf der Bank sitzen morgen. Wie werden Sie das Spiel verfolgen und schauen Sie sich am Sonntag das mögliche Meisterschaftsspiel von Leverkusen an? Ich glaube, ich schaue es in der Loge, wie das eine Mal in der Champions League. Und werde ich mir am Sonntag nicht anschauen. Ich werde mir Arsenal anschauen. Das ist eine dumme Frage, Alter. Hier in der Mitte, Torben Hoffmann für Sky, bitte. Thomas, mit Blick auf das Spiel am Mittwoch, ist natürlich jetzt auch ein schmaler Grat mit Bundesliga, ist eine kurze Vorbereitung, dann englische Woche steht wieder an. Inwieweit spielen da dann auch Gedankengänge bei dir mit, dass möglicherweise es die ein oder andere Schonung gibt für den ein oder anderen Spiel? Ich habe gesehen, der Dieter erstmal direkt eingekreist. So eine Frage ist eine Frechheit. Ja, oder hat man da im Blick die Truppe so eingespielt? Ich glaube, Schonung bräuchten wir, glaube ich, gar nicht. Zumindest nicht körperlich, weil wir haben drei Tage dazu. Also es ist jedes Mal das Spiel am vierten Tag, drei Tage dazwischen den Spielen. Das ist eigentlich ein perfekter Rhythmus, um weiterzuspielen. Es gibt aber trotzdem, klar, die Überlegung jetzt, die Spieler, die jetzt vielleicht auch enttäuscht waren oder weniger gespielt haben, die im Rhythmus zu behalten, keine Ahnung, vielleicht geht es über 120 Minuten und wir brauchen vielleicht 5 oder sogar 6 Wechsel am Mittwoch. So sieht's aus. Deshalb, ja, gibt schon die Überlegung, auch ein paar Wechsel vorzunehmen. Wir haben ja noch eine Trainingseinheit, jetzt mit der gesamten Mannschaft. Habe ich noch nicht vollständig entschieden. Beides ist möglich. Also wenn wir wechseln, dann wechseln wir eigentlich eher, um Spielern den Rhythmus jetzt zu geben, die wir vielleicht am Mittwoch dann auch brauchen. Und weniger aus Gründen, dass wir uns jetzt schonen müssten, weil es ist genug Zeit dazwischen gewesen. Florian Schiemack für Munich Online. Leroy Sané hat ja am Dienstag nochmal unter Beweis gestellt, wie wichtig er für das Offensivspiel der Bayern ist. Ja. Wie haben Sie jetzt den, gibt es da einen Plan, den Sie irgendwie verfolgen in den nächsten Wochen, ihn öfter vielleicht zu schonen, rauszunehmen, damit er die Verletzungen ja, auskurieren kann oder irgendwas? Das wird nicht möglich sein, die kann man nicht auskurieren im laufenden Betrieb. Da geht es dann darum, wie viele Schmerzen er dann erträgt. Der Tuchel ist so fertig, Alter. Jetzt sitzt er sich da hin. Ja, das kann man nicht auskurieren im laufenden Betrieb. Wir hätten ihn vor Wochen halt einfach mal 4 Wochen rausnehmen können. Wäre gut gewesen. Wäre gar kein Problem gewesen. Ja, da waren eh nur nichts gegen die Gegner, aber keine starken Gegner. Leroy hat eh nicht gut gespielt. Dann wäre Nationalmannschaft gewesen. Da hätte er 4, 5 Wochen Pause haben können. Aber nein, da musste er immer spielen und liefern. Also,
das Thema ist so wild und schwachsinnig, Alter. Tragen kann und wie sehr ihn das beeinträchtigt. Das war in den letzten 2 Wochen zu viel einfach, das haben wir ihm auch angemerkt. Dann haben wir alles darauf ausgerichtet, dass er in Arsenal spielen kann. Dort hat er ein sehr gutes Spiel gemacht und hat da wirklich auch dafür, hat uns geholfen, den verdienten Punkt zu holen und war auf jeden Fall ein wichtiger Faktor in unserem Spiel. Und jetzt ist der Plan gerade dadurch, dass er Reaktion gezeigt hat, was nicht ungewöhnlich ist, ist der Plan jetzt gerade für, läuft der Fokus bei ihm ganz klar auf den Mittwoch. Das bedeutet aber, ja, übersetzt eigentlich ist der Plan, ja, Training am Sonntag, spätestens Training am Montag, wieder Eingliederung ins Training, um am Mittwoch spielen zu können. Das ist der Plan und von dort müssen wir wahrscheinlich so weitermachen. Ja, wenn er das nächste Mal spielt, erwarte ich wieder, dass er eine Reaktion zeigt im Schambeinbereich. Ist auch, wie gesagt, ganz normal. Da müssen wir schauen, wie wir damit weiterverfahren. Das wird jetzt in der laufenden Saison. Das ist halt ein hausgemachtes Problem, was ich vor Wochen gesagt habe, dass es so kommen wird. Alter, ich bin ein dummer YouTuber, Alter. Und ich muss dem Tuchel das vor Wochen schon sagen, oder was? Wo er sich dahin sitzt und sagt, ja, man muss ja spielen mit Schmerzen, nee, kein Problem, Völlig unbegründet, das so zu handhaben. Völliger Schwachsinn. Mal davon abgesehen, dass wir Niebuhr mit durchgezogen haben, weil seine Leistungen eh grottig waren. Aufgrund halt dieser Geschichte. Also, sorry, habe ich kein Verständnis mehr für diese Aussagen jetzt, Alter. Und / Europameisterschaft, ja, auch so bleiben, denke ich. Dann Vincent Schirpke wieder. Ja, der FC Bayern hat ja heute die Verlängerung mit Alexander Nübel offiziell verkündet. Ja. Gleichzeitig. Ja, interessiert den Tuchel richtig, wenn er nächste Saison weg ist. Ich verkündet, dass er für 2 weitere Jahre an den VfB Stuttgart ausgeliehen wird. Daher 2 Fragen an Sie. Wie haben Sie Alex Nübel diese Saison wahrgenommen? Und können Sie sich dann vorstellen, dass Manuel Neuer dementsprechend auch seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2026? Das soll jetzt der Tuchel beantworten, der ihn in ein paar Wochen nicht mehr an unserem Verein gebunden ist. Also, Leute, das ist eine Frage für den Eberl. Den kannst du den Eberl stellen, aber doch nicht den Chefcoach, Alter, der in ein paar Wochen weg verlängert. Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ja. Aber grundsätzlich kann man sich bei Manuel Neuer alles vorstellen. Wenn er gesund bleibt, ist er einfach ein Ausnahmetorhüter immer noch. Und natürlich ist er Kapitän, aber es werden dann andere entscheiden, nicht mehr ich. Und Alexander Nübel hat es herausragend gut gemacht, wie der ganze VfB. Da war er auf jeden Fall ein wichtiger, wichtiger Baustein. Ich freue mich sehr für ihn. Ich bin nur ganz kurz kennengelernt in der Vorbereitung und hat sich als total gut benommen und war ein feiner Kerl. Und hat aber auch immer ganz... Feiner Kerl, na klar. Das sagt alles, feiner Kerl. Da gesagt, solange Manu hier ist, sieht er einfach keine Chance, was man auch verstehen kann. Und er braucht Spielpraxis und diese Chance hatte dann mehrere Angebote, hat er sich für den VfB entschieden und das war wohl ein Volltreffer. Jetzt später hat er die Möglichkeit, sich mit dem VfB für die Champions League zu qualifizieren und ich glaube, es ist gut für ihn, wenn er da im gewohnten Umgebung bleibt, nicht wieder einen Vereinswechsel vornimmt, um auf dem höchsten Niveau sich auch zu präsentieren. Er war vor allen Dingen auch im Spielaufbau und auch am Fuß ein absoluter Faktor in der Art und Weise, wie der VfB gespielt hat. Deshalb ist das im Moment, sehe ich da jetzt nur Gewinner in der Konstellation und freue mich, dass das so geklappt hat. Heiko Niederer für Bild. Hallo Herr Tuchel. Es gibt in dieser Saison sehr viele Verletzungen bei Bayern, sehr viele Muskelverletzungen. Jetzt wieder Serge Gnabry in Arsenal. Nach unseren Informationen gibt es da oft... Auch da ist der Tuchel selber schuld, Alter. Du hast den Gnabry schon Anfang der zweiten Halbzeit angesehen. Der Tank ist leer, Alter. Ja, das ist, also da hätte man wechseln müssen. Punkt. Auf allen Ebenen auch ein bisschen Diskussionen darüber, woher kommen die? Haben Sie da eine Erklärung, woher das kommen kann? Ist das eine Belastungssache? Ist das? Nee, habe ich keine Erklärung. Ich trainiere super, meine Spezialtrainer trainieren super, an uns liegt das nicht. Eine Trainingssache? Ist das eine Rasensache? Nee. Woher kann sowas kommen? Ich weiß nicht, ob es einen Grund dafür gibt. Fakt ist, dass es einfach zu viel ist und dass es uns durch das ganze Jahr begleitet. Es ist traurig, dass der Cheftrainer sich da hinsetzt nach so langer Zeit, wie er jetzt da ist und sagt, nee, also mit uns hat er nichts zu tun, nee, gar nichts, Training, nein. Aber so wie Sie gesagt haben, die Fragen werden natürlich auf vielen Ebenen gestellt und wir sind da dran in der Ursachenforschung, aber wir haben die Antwort noch nicht. Klar ist, dass das massiven Einfluss hat, auch jetzt, wenn man nur mal ganz kurzfristig betrachtet, die Aufbauphase für Serge und Serge kommt dann zurück und wird dosiert eingesetzt. Naja, gegen Arsenal war es dann nicht dosiert. Punkt. Da muss man sich nicht wundern. Davor alles gut, 20 Minuten, 25 Minuten gebracht.
alles Tutti. Aber man kann doch nicht verlangen, nach so einer langen Verletzung, gerade auf dem hohen Niveau, was da, das Spiel war ein super schnelles Spiel. Ja? Und Gnabry hat mehr nach hinten gearbeitet wie ein Alphonso Davies, Alter. Der war halt tot. Das hat man dem angesehen. Ja? Das war eine Katastrophe, ihn da weiter spielen zu lassen. Punkt. Ja. Aber ja, wen willst du denn bringen, wenn du alle anderen Spieler ignorierst und niemals ins Team mit einbindest und mal ein bisschen aufbaust? Ja. Und er leidet dann sofort wieder eine erneute Muskelverletzung. Ja. Das ist natürlich für den Spieler und für uns, auch, die Mannschaft, ja, ein Riesenrückschlag, weil, ich glaube, er hat jetzt viermal getroffen in vier Einsätzen. Und war ein Riesenfaktor in der Vorbereitung, hat fast die ganze Saison pausiert und das zieht sich durch die ganze Saison durch. Deshalb war es ein großer Faktor, deshalb war auch die Hinrunde so kompliziert in der Kaderbesetzung und es hört irgendwie nicht auf. Die ganze Zeit denkt man, wir sind durch das Wellental durch. Ich glaube, Belastung. Aber eine Belastung nicht sich und am Training auch nicht, ne? Daran liegt das gar nicht. Nee, das passiert einfach aus heiterem Himmel. Die essen wahrscheinlich irgendwas Schlechtes. Belastung ist nicht der Faktor. Ich sehe die Belastung nicht so hoch für uns. Wir sind es auch gewohnt, viel zu spielen. Deshalb Rasen weiß ich jetzt auch nicht. Ich finde unseren Rasen im guten Zustand. Hybridrasen ist normalerweise auch Alltag mittlerweile. Ja, wir haben eine große Physioabteilung mit hochqualifizierten Ärzten, Physiotherapeuten und Sportwissenschaftlern sind alle natürlich dran, alle sind super unzufrieden, aber alle geben täglich ihr Bestes. Deshalb kann ich es nur unzureichend beantworten, leider im Moment. Nächster ist Klaus Bergmann für die DPA. Herr Tuchel, Sie haben gesagt, Leuten eventuell Rhythmus zu geben. Dadurch, dass Alphonso Davies gesperrt ist nächsten Mittwoch, wie verfahren Sie denn jetzt da links hinten? Ja, das werden wir sehen. Da haben wir ein paar Optionen. Also da können wir entweder 1:1 wechseln mit Rafa Guerrero. Nus Masraoui hat da gespielt für seine Nationalmannschaft sehr häufig. Deshalb sind das wohl die zwei offensichtlichsten Alternativen. Und die werden wir auch beide, wenn es irgendwie geht, spielen lassen. Jetzt am Wochenende spielen lassen, ja, weil das wichtig ist. Ich weiß nicht, ob Nuss schon 90 Minuten spielen kann. Deshalb ist es auch gut, den Fonsi in der Hinterhand zu haben. Ich weiß auch nicht, ob Rafa schon 90 Minuten durch kann, aber die Chancen, dass beide starten, sind sehr hoch, weil es einfach Sinn macht, beiden eine Spielzeit zu geben und um sie einfach wettbewerbsfähig zu haben am Mittwoch. Ja, da gehe ich mit ihm. Ja, klar. Das verrate ich Ihnen natürlich nicht. Ja. Ich gebe mich also eine Pause. Wie bitte? Sie haben gesagt, beide spielen, beide beginnen zu lassen. Ja. Das heißt ja einer rechts, einer links. Oder? Also wer weiß. Guerrero kann auch linkes Mittelfeld spielen, er kann defensives Mittelfeld spielen, Junge, als wenn einer links und einer rechts spielt. Wer weiß. Na, wunderbar. Dirk Adam für Sports Illustrated. Ich hätte noch mal eine Frage Richtung Elie Reusané. Wie würden Sie seine Entwicklung noch mal beschreiben und ihn als Spieler auch? Und wie wichtig ist der für den FC Bayern? Und als Anschlussfrage noch, haben Sie schon eine Tendenz, wo es nach dem Sommer für Sie weitergeht? Nee. Was haben die denn alle mit dem Leo? Was ziehen die sich denn immer alle am Leroy hoch, Alter? Leck mein Arsch. Nee, keine Tendenz bei mir. Und Leroy, wenn man sich das Spiel anschaut, auch jetzt am vergangenen Dienstag, dann ist ja klar, welche Waffen und welches Talent und welches Potenzial der Junge mitbringt und was das auch für uns bedeutet. Es ist nur leider auch so, dass wir seit Oktober auf ein Pflichtspieltor warten. Das ist auch Teil der dieser Saison von ihm. Er hat überragend für uns gestartet und war extrem beteiligt an Toren und Torchancen, vor allem auch im Zusammenspiel mit Harry Kane. Die Effektivität hat ein bisschen nachgelassen und nicht nur ein bisschen nachgelassen, er hat nachgelassen und deshalb waren natürlich die Erwartungen an ihn auch jetzt vor dem Spiel in England sehr, sehr hoch. Er hat den Stand gehalten. Jetzt versuchen wir, den Schwung nochmal mitzunehmen und ihn an sein Top-Limit da auch nochmal zu pushen. Und erwarten auch, dass er sich selber dorthin pusht. Dann ist er natürlich ein Schlüsselspieler. Und dann Torben Hoffmann nochmal bitte. Thomas, du sollst natürlich nicht die komplette Mannschaftsausstellung schon verraten, aber so ein bisschen aus eigener Erfahrung ist es natürlich wichtig, dass hinten auch so die Innenverteidiger, das Duo vielleicht auch zusammenbleibt jetzt, eben halt auch im Rhythmus zu bleiben, die Abstimmung zu haben, bedeutet dann schon, dass dann aber De Ligt und Dier dann auch
gegen Köln und dann eben auch, wenn sie fit und gesund bleiben. Hast du gerade meine Aufstellung gemacht? Ja, ich. Nee, aber ja. Ist schon, ja, schon ich glaube nicht, dass sie. Ich, ja, das ist wichtig, dass die beiden jetzt als Paar zusammen spielen und. Ja, warum hat man sie dann im. Ich könnte schon wieder so eskalieren, Alter. Warum hat man sie dann gegen Heidenheim wieder rausgenommen? Komplett sinnbefreit wieder. Und auch Rhythmus haben, aber wie auch vor Heidenheim habe ich mit denen gesprochen, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass sie das Spiel in Heidenheim brauchen, um Rhythmus zu haben für Dienstag. Ich würde jetzt für mich sagen, dass sie das auch morgen nicht brauchen, um am Mittwoch zusammen wieder spielen zu können. Aber es kann durchaus sein, dass wir sie drauf lassen. Wie gesagt, es sind 3 Tage Pause dazwischen, das ist kein Problem. Das wird so ein Thema sein. Also geben wir Minje und Upa nochmal als Paar die Möglichkeit, das auch nochmal besser zu machen und dran zu bleiben, weil wir haben eventuell 120 Minuten, wenn irgendwas passiert in der Aufstellung. Nein. Völliger Schwachsinn. Wenn, dann lässt du einen von den beiden drauf und bringst halt Minje. Und meinetwegen kannst du dann beide auswechseln, sodass immer auf jeden Fall einer von den beiden auf dem Feld steht und sich mit dem anderen einspielen kann. So. Das würde ich fühlen. Aber jetzt zu sagen, ja, Minje und Upa als Paar und dann wechsle ich gegen Arsenal beide Innenverteidiger aus und bring die beiden oder was? Das ist doch völliger Schwachsinn. Also entweder lässt du den Licht drauf oder lässt den Erik drauf und bringst halt entweder einen Opa oder Minje. So, in der Startelf. Alles tutti. Und dann kannst du ja gerne nochmal durchtauschen. Aber ey. Am Mittwoch, dann kann es natürlich auch gut sein, wenn auch die anderen ihre Minuten drin haben, aber das Puzzle werden. Das verstehe ich natürlich, ne? Da gehe ich auch mit, gar kein Problem. Aber nochmal, einer von den beiden muss auf dem Feld bleiben. Weil du wirst ja nicht gegen Arsenal dann sagen, ach, jo, jetzt hat sich der Erik verletzt, jetzt nehme ich den Erik und den Delicht raus und bringe Minje und Opa. Das ist ja völliger Schwachsinn. Wir werden es erst nachher zusammensetzen. Das ist noch nicht endgültig entschieden, aber es ist, ja, es gibt für alles Argumente auch dafür, dass die beiden draufbleiben. Dann einmal noch, yes. Heiko Niederer. Einmal noch eine ganz kurze. Bei mir würden sie übrigens draufbleiben. Ne? Gar keine Frage. Wie gesagt, man kann dann gerne gucken, ab der 60. Dass man ein auswechselt oder beide auswechselt, alles fein, gehe ich mit. Aber ansonsten, gerade in Bezug da mit einem neuen linken Verteidiger, der halt kommen muss, ob es jetzt ein Mazraoui ist oder ein Guerrero oder beide halt eine Halbzeit als Linksverteidiger. Die Viererkette sollte sich da ein bisschen einspielen. Zur Nachfrage zum Ablauf am Samstag. Wer wird dann quasi Ihr Vertreter sein auf der Bank und ab welchem Zeitpunkt ist das dann, wo Sie nicht mehr eingreifen können, werden Sie noch eine halbe Stunde halten? Glaube, halbe Stunde, okay. Weil es bedeutet, wenn die Mannschaft zum Aufwärmen geht, das bedeutet, dass ich dann die allerletzte Minute nicht mehr habe und dann eine halbe Stunde nach dem Spiel und in der Halbzeit kann ich auch nicht. Das ist ein bisschen schade, weil es war ja jetzt keine rote Karte, deshalb dachte ich, dass es eventuell möglich ist in der Halbzeitpause. Das hatte ich auch schon mal im Ausland, war das irgendwann mal, dass man in der Halbzeitpause zur Mannschaft gehen darf, aber nicht coachen darf. Und ich glaube, ganz normal, also Scholt Löw. Du gehst zur Mannschaft und darfst nicht coachen in der Halbzeitpause. Ja, nee, ist klar. Hast du dann einen Aufpasser dabei oder was? Für Anthony Barry sind dann auf der Bank. Brauchen wir jetzt keine neue Organisation machen. Die schaffen das auch. Und ich muss halt einmal von der Tribüne zuschauen, was jetzt nicht optimal ist, aber wir kriegen das hin. Okay, danke Thomas, danke euch, bis morgen. Jo, Hovi, wild. Wild. Weiß ich nicht. Wie gesagt, diese Aussagen zu Leeboy habe ich halt gar nicht gefühlt, der Rest war wieder echt wild, aber gut. Bald ist die Saison vorbei, dann haben wir es geschafft mit den Tuchel-PKs. Ich hoffe, die neue Saison wird da ein bisschen erfrischender, was das angeht, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche euch ein schönes Spiel gegen den FC. Wer Bock hat, heute 18:30 Uhr quatschen wir nochmal ein bisschen live hier auf YouTube und auf Twitch. Und wie immer an dieser Stelle vielen lieben Dank für euren Support, Leute. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist.
Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sieht, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.